Nichts ist dem Bademeister so vertraut wie der Müggelsee in Berlin, sein Müggelsee. Doch das heimische Gewässer hat einen neuen Bewohner, der sich ihm unter Wasser vorstellt, mit schweren Folgen. Baden bitte! Ab jetzt geht nichts mehr am See, Baden verboten. Hai-Alarm! Hai-Alarm? Was ist denn das Hai-Alarm? Und gibt's Freibier? Nicht. Die gesamte Gemeinde von Friedrichshagen gerät in Aufruhr. Allen voran der Bürgermeister, gespielt von Henry Hübchen. Dieser Hai ist groß. Und nehmen wir weiter mal an, dieser Hai hat Zähne. Das Wichtigste dabei sind allerdings nicht die schützenswerten Gliedmaße der Friedrichshagener. Der Bürgermeister sorgt sich vor allem um die richtige PR-Strategie. Wie sieht das vom Städtemarketing aus? 47% der Bewohner von Friedrichshagen glauben an den Hai, 28% glauben an den Alarm und der Rest ist unentschieden. Hai-Alarm am Müggelsee ist das Regiedebüt des Autors und Musikers Sven Regner. Mit seinem Kumpel Leander Hausmann hat er den Film inszeniert. Beim Alarmfilm geht es nicht, ist ein Katastrophenfilm, bei dem es eigentlich nicht um die Katastrophe geht, sondern nur um den Alarm deswegen. Und dieser Hai-Alarm wäre ohne ihn nicht perfekt. Snake Müller, Exil-Haifischjäger aus Hawaii. Es ist Zeit für einen Hai-Alarm. Es ist unsere erste und letzte Möglichkeit. Die Ultima Ratio, das Alpha und Omega aller Kommunalpolitik. Dann lösen Sie ihn aus, ich habe den Hai gesehen. Der Kulturspiegel schreibt, vor allem in den Nebenrollen sensationell gut besetzter Blödelfilm. Der wüste Trash aber bleibt aus. Der Film plätschert so nett und lauwarm vor sich hin wie der reale Müggelsee im Hochsommer. Chef, da sind die Leute vom Wannsee am Telefon, die wollen auch Hai-Alarm machen. Wannsee? Der Wannsee ist der Optinsee! Der Wannsee ist doch der Dickdamm der Havel. Und das wisst doch jeder, was in so einem Dickdamm drin ist. Nee, wir haben Titelschutz.